heute die neue Corona-Schutzverordnung. Das bedeutet, dass Geschäfte nun auch unabhängig von den Inzidenzen auch geöffnet bleiben dürfen, wenn gewisse Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Das gilt auch für die Bereiche Kultur und Freizeit, Diskotheken und auch in weiteren Branchen ist es möglich. Eine Schließung von Schulen und Kitas ist nicht mehr vorgesehen. Die Maskenpflicht beim Einkauf bleibt bestehen ab einer Inzidenz von 10. Auch in Bussen und Bahnen sowie bei körpernahen Dienstleistungen muss die Maske getragen werden. Die neue Verordnung gilt erst am 22. September. Im Ort am Nachmittag in Wittendorf und in Kieritz Teile der Ortschaft, die wegen einem Fußgänger evakuiert werden mussten, konnten die Menschen am Abend in den Häusern der Kriegsbombe unschädlich gemacht worden. Ein Baggerfahrer hatte die US-amerikanische Bombe gestern Mittag bei Grabungen auf einem Firmengelände gefunden. An gleich mehreren Standorten in Sachsen ist heute im Einzelhandel gestreikt worden. Das hat die Gewerkschaft Verdi mitgeteilt. In Leipzig wurde in den drei H&M-Filialen zum Streik aufgerufen. In den Kaufland-Filialen Kamenz, Hoyerswerda, Görlitz, Löbau, Zittau, Bautzen, Ebersbach und Groß-Röhrsdorf waren auch Arbeitsniederlegungen geplant. Schon gestern waren die Beschäftigten von IKEA in Dresden in den Streik getreten. Verdi will 4,5% und 5% mehr Mindestlohn von 12,50 € Mitte September gehen die Tarifgespräche.